Servus Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft mit zusammen mit Cabby, Fussel und dem Affen. Hallo. Hallöchen. Hallo. Was ist das zwar laut, ey? Was machen wir? Heute zusammen mal ins Nether gehen und wollen ein bisschen Glowstone, ein bisschen farmen. Mal schauen, was wir finden. Geh du schon mal vor, wir kommen nach. Nee, ich wollte sagen, du sollst vor. Was? Nee, Gorilla, ab. Geronimo! Ich hoffe, macht euch mal nicht so breit. Und auch noch nicht. Au, wer sticht denn da von hinten, welches Pferd? Aua, geh vor dem Poster. Ha! Ja! Huch! Wo bin ich? Ah, da. Ja. Da sind Dunen, aber die sind leer. Cappy, ist das dein Werk? Nee, das hat der Fussel verbrochen. Ich hab hier nichts gemacht. Achso, ja, dann war ich's. Aber hört ihr diese alte Nervenkrähe wieder? Ja natürlich, klar. Geht los. Oh, meinst du? Bloß keine Schweinedinger angreifen, ne, Jules? Ja, ja. Warte mal, den soll ich angreifen, Cappy? Nee, da bitte dich. Also. So. Was stellen wir denn an? Wollen wir mal springen? Wohin? In die Lava. Ja, mach das doch mal so als Nein, das Start. Machst du nicht, weil du hast ja gerade 14 von unseren leckeren Rippchen genommen. Naja, nicht nur die Rippchen, auch die Diamanten. Denk an die Diamanten. Hast du die noch nicht zurückgelegt? Ja, dann aber ganz schnell wieder zurücklegen. Oh, Vorsicht, Cappy. Die Diamanten habe ich zurückgelegt. Wie zurückgelegt? Ja. Da macht der Fussel keinen Spaß bei Diamanten. Ich bin ein ehrlicher Gauner. Nee, bei Diamanten hört die Freundschaft auf. Aber 100 pro. Spät. Ja, aber sowas von. Oder bei Aktien. Aber eher schon bei Diamanten. Aktien. Wenn du mal welche hättest, ne? Oh, das ist alles. Du, ich hab dir sogar schon die Realrendite ausgerechnet. Vor und nach Steuern. Echt? Ja. Ist alles fertig. Du bist so ein Killer. Ein Killer ist der Fussel. I don't like it. I love it, love it, love it. Oh. Alter, was hast du für eine Ultraspitzhacke, Fussel? Woodcappy. Die kloppt ja sofort alles nieder. Geil, warte, ich zeig's dir. Das geht ja. Schau mich an. Zack, 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 zack. Aber wo hast du die, dass du so gut bist? Mit einer Leichtigkeit gehe ich da durch. Siehst du das? Siehst du das? Zack, 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 zack. Da hat kein Block irgendeine Chance dagegen. Weißt du? Also, ich will ja nichts, ne? Aber mein Shader ist hier in der Hölle wirklich nicht gut, du. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe ja nichts. Mir gefällt meiner. Ah! Was? Was war denn jetzt? Was? Oh. Ich bin einfach mal rasch rausgegangen, weil ich runtergefallen bin, voll in die Lava. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Fuck it. Wenn ich jetzt wieder joine, dann bin ich tot, ne? Auf jeden Fall, ne? Ja, aber sag doch mal, wo du bist. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Nee, ich bin... Also, wenn du aus... Wir haben ja durch diesen Tunnel, ne? Ja, also du kommst durchs Portal, dann gehst du geradeaus durch den Tunnel, dann musst du rechts hoch. Da gehst du geradeaus und dann kommt da so, ja, das sah aus für mich wie eine Höhle. Es ist aber keine Höhle, sondern da geht's einfach nur ganz tief runter in Lava. Sah aus wie eine Höhle. Meint er hier vielleicht? Und da geht's geradeaus nur noch runter. Also das ist ganz steil plötzlich. Zack, geht's da runter. Das könnte sein, Fussel. Meinst du? Ja, ich würde da gerne runter, aber die Frage ist, wie kommt man da hin, weißt du? Ja, das ist, da musst du mal ganz weit runterbauen. Die Frage ist halt, wie man mir helfen kann, irgendwie. Ja, ich glaube, da kannst du nicht helfen. Ja, vielleicht kann man seine ganzen Sachen cachen, mindestens. Weißt du, wie man. Bist du in Lava gefallen oder auf dem Boden? Ja, komplett in die Lava rein. Volles Programm. Oh, jetzt muss man aufpassen, ey. Ich glaube, das wird nichts, ne? Du bist runtergegangen, oder? Kann das sein? Nee, gefallen. Ich wollte eigentlich nur da rein, aber ich weiß nicht, warum da plötzlich so ein tiefes Loch in ist. Ja, ja. Komplett durchgefallen, ne? Komm, ganz runter, ja. Ah, das könnte hier auch sein, oder? Was? Wo? Bei mir. Das klingt sogar ganz logisch nach der Beschreibung. Lass mal schauen. Weil er hat ja gesagt, aus dem Tunnel raus rechts. Und dann geht's gleich runter. Oder? Ja, genau, so rechts geradeaus so. Ja, genau, dann könntest du ja theoretisch hinhauen, ne? Ja. Da kriegen wir dich niemals.
Naja, ich weiß. Ich join einfach wieder und dann bin ich weg. Ja, dann kleide dich neu ein und komm mit. Was ist denn das überhaupt? Welcher? Aber der Schrei war schön. Welcher Ingenieur hat denn das? Und tschüss. Das geht ja gar nicht. Hm? Was denn? Wer hat denn das fabriziert? Was denn? Sieht doch toll aus. Was ist los? Ja, sieht gut aus. Jetzt habe ich es repariert. Ich mache mir aber Stahl. Und dann sagen referiert, oder? Was ist das denn für eine Art? Ja, muss ich mich ja beschäftigen, oder? Ja, das stimmt. Hast du gut. Ich laufe jetzt einfach mal einen Fussel hinterher. Das macht er schon. Solltest du nie tun. Der Fussel ist nämlich der Einzige, der es schon... Nein, jetzt nicht mehr der Einzige, der es geschafft hat, in der Hölle zu sterben. Hallo, ich auch. Oder geht's für A? Ist ja ein richtiges, fieses Portal eigentlich. Vor allem diese alte Braut, dieses... Ja. Das geht mir so auf die Nerven. Du meinst der Inge Meisel? Ja. Der macht so gut nach. Hey, wo ist denn der? Das ist ja das Schlimme. Ich sehe das alte Viech nicht. Sonst ich habe den vorhin mal kurz gesehen, aber... Hört sich ja an wie ein Enderman mit Prostata-Probleme. Ach, da unten in der Lava schwimmt er. Ich sehe ihn. Wer, der Gorilla? Nee, der Quietscheende. Ach so. Wer hat denn da einen Gang nach oben gebaut? Auf den Berggipfel? Wer war das denn? Ich glaube, das war Gorilla. Der hat dann beim letzten Mal was abgetragen da oben. Da ist Creeper. Creeper? Ja, im Gang. Ach, du bist schon wieder in der reellen Welt. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, seid ihr schon wieder. Also ich komme jetzt wieder, ne? Ich muss ja da sowieso jetzt hin, in den Nether, ne? Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Hier, wenn mich einer sieht. Ach, da oben, ich sehe dich. Hallo. Ich hoffe, ihr baut schon mal eine Brücke, wenn ich gleich zurückhechte. Ich Ich bin ja der Einzige so offensichtlich. Aber ich komme gerne zum Helfen. Ich müsste mal gucken. Ich habe hier oben nämlich was gesehen, wo ich dachte, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich da mich mal hingrabe. Aber ich weiß nicht, ob ich da so einfach hinkomme. Wir kennen ja auch das Problem, dass hier plötzlich Lava aus der Decke fließen kann, ne? Ja, ja. Also das war doch mal ein beschwerter Tod, den ich da gestorben bin. Einfach so geht's da tief runter. Also das ist doch kacke. Puzzle. Was denn? Bist du? Ja, hier in das einzige vorhandene Loch eingewandert. Ich baue das hier gerade aus. Ach, du bist da hochgegangen, okay. Naja, ich baue mich hier hoch. Hi. Ey, hier ist ein Enderman. Wo, in der Hölle? Ja, ohne Scheiß, in der Hölle. Dann ist er durchs Portal gegangen, allerhöchstens. Ein Enderman ist hier. Oh Gott. Pack deinen Penis weg. Der guckt mir auch schon so komisch an, der Typ. Ganz genau. Ja, was sollen jetzt eigentlich die Leute von mir denken? Wieso? Moderiere ich das erste Mal eine Folge mit euch Minecraft, ja? Ja. Moderiere ich an und gleich muss einer sterben. Ja, stimmt. Das hat nicht lange gedauert, ne? Tja. Ne? Ah, da liegt aber nicht an dir, da liegt an meinen Skills. Oder nicht? Welche Skills? Ja, genau. Welche Skills? Das ist die Frage. Die gibt es in der Hölle nicht. Nein, die suche ich gar nicht. Ich habe hier oben Glowstone gesehen, wo wir relativ gut dran kamen. Aber die Schwierigkeit ist halt zu wissen, wo das genau ist, weil ich grab mich hier hoch, ich komme aber nirgendwo an, weißt du? Ich scheine aber jetzt auch schon unter der Decke zu sein, weil hier ist nicht zerstörbarer Stein. Komisch. Die machen echt komische Geräusche, diese Viecher, ne? Ja, die kannst du recht gut mit dem Bogen zerstören, oder? Ach ja, das ist durch die Höhle graben hier, du. Das ist aber auch... Immer spannend, ne? Hast du Glowstone gesehen? Tja,
Muss mich auch mal orientieren. Das ist halt mit meinem Shader auch hier gerade nicht so ganz einfach. Ja, ich gehe nämlich gerade raus und guck mal, ob ich was sehe. Aber tust du nicht? Siehst du nix? Ich sehe nix. Ich weiß auch nicht, wo der Fussel gemeint hat. Das ist. Naja, hier halt, ne? Weißt du? Hier so. Also. Wenn ich mal zu unserer Burg zurückgehe. Ja. Da oben siehst du es. Warte, ich komm. Tatsächlich. Der ist ja wirklich Close Zone. Aber. Weißt du was? Wir graben uns von außen ran. Ich wollte gerade sagen, wir klettern einfach hoch. Was ist denn schon wieder? Ah, ich baue nur unser Reich aus hier. Ich bin wieder zurück in der normalen Welt. Mir ist da was eingefallen. Ist die Anglerhütten schon fertig, Kevi? Ich habe Nether-Quarz gefunden. Was ist das denn? Ach, das haben wir doch zu 100 schon. Haben wir doch schon. Nether-Quarz. Ja, Quarz. Quarz. Sieht aus wie Fliegeneier. Ich hab's, das Glowstone. Das ist gut. Da bist du mir das und ein Tod voraus. Das mit dem Tod kriege ich hin, soll ich ihn schubsen? Nein. Doch, schubsen, lauf. Ja, danke für nix. Was sonst noch irgendwas? Ist da oben noch mehr? Nein. Nur noch Quarz. Nimm mit. Ja, das ist Haufen Zeug. Alter. Das könnte ein wenig länger dauern. Bis in 3 Folgen, Leute. Lass dir Zeit. Ah, es gibt schon Erfahrung. Mhm, genau. Weißt du, dann macht das Sterben nämlich viel mehr Spaß, wenn du auch die ganze Erfahrung verlierst. Am besten noch Level 30 und so, ne? Höchste Verzauberungsstufe und dann verreckt. Ja, da hinten würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt graben, wenn da schon Lava ist. Ja, da hinten ist auch noch so ein Loch. Alter, geht das hier tief runter. Fick die Henne. Bin da ja ein bisschen Pussy bei sowas, weißt du? Nein. Pussy! Alter, das ist auch Lava, das ist doch zum Kotzen. Aber theoretisch kann ich doch das Lavaloch zumachen, oder? Ja. Weg. Wir sind sozusagen ganz nah unter der Decke. Ja. Wo rennst du schon wieder rum? Ja, ich? Ich erkundige hier nur. Dich tut mir immer nur suchen, habe ich das Gefühl. Das ist richtig. Ich bin da so ein bisschen wie so ein Ninja, weißt du? Kurz da, von hinten und wieder weg. Also Leute, wenn man wirklich, oder wenn ihr mal da hochkommen sollte, da wo die Fackel ist, tut bitte graben, nicht graben. Ich bin nicht ganz zufrieden. Das ist eine späte Erkenntnis. Er war stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und also, unbeschränkt. Ich hau jetzt ab. Gehst du mit, Fussel? Ja. Ich guck mal gerade. Welchen Weg hast du denn hier runtergenommen? Ja, ich schau da, dass ich da gerade. Oh. Da kommen sie ganz gut runter, da an der Seite. Und vielleicht mal was essen. Ich bin so konzentriert hier bei dem Spaß, den ich hier mache. Mhm. So, jetzt
In der Hölle muss man ja auch furchtbar konzentriert sein. Bist du noch in der Hölle? Oder? Das ist die Hölle hier. Ich bin immer noch in der Hölle, ja, ja. Weil der Glowstone habe ich, ne? Oder das, was davon übrig geblieben ist. So, jetzt kann ich ja mal Hütten weiterbauen, ne? Wenn die mal fertig werden. Ich habe 52 Glowstone Pulver, kriege aber nicht viel raus. Das reicht mir nicht. Wie kommt man da hinten am sinnvollsten hin? Hast du eine Idee, du alter Schweine-Nazi? Nee, habe ich nicht. Fuck it, ey. Schade. Einmal wollte ich deine Hilfe und was kommt? Nix. Schweine-Nazi. Ja, ich bin hier gerade neben so einem Brummbär, weißt du, so ein... Au. Ihr müsst aber auch mal echt anfangen, eure Plattformen irgendwie sinnvoller zu bauen. Also wenn ihr sowas Verleitendes baut, dann baut da auch mal vernünftige Treppen oder so hin. Wow, das war knapp. Wo bist du denn? Ja, ich bin immer noch in der Hölle, hier unten an der Ecke, wo da jemand die Plattform hingebaut hat. Ich habe leider in eine Lava reingestochen und musste dann weg und da war dann gleich auch wieder ein Abgrund, weil das ist alles, ja, weißt du, nur so hingebaut, ohne mal ne, so ein Stück mit mehr, so, ne, weißt du, so Richtung vernünftige Aufgänge bauen und so, dass man auch erkennen kann, wo man herlaufen muss. Das ist immer sehr vorteilhaft. Immer. Nein, immer. Nicht immer. Immer vorteilhaft, wenn man weiß, wo man hin muss. Weil hier unten müssten wir doch auch so ein Schloss finden oder so, ne? Ja, die ja. Burg. Hammelburg. Heiliger Bimba. Sind fremde Menschen in meiner Wohnung oder warum sagt Google Home plötzlich im Wohnzimmer, will jemand mit ihm reden? Guck doch mal. Guck doch mal, ob da jemand ist. Ich bin nicht bei dir. Na, dich kennt sie ja, da sagt sie ja immer, ach, der Gorilla ist wieder am Klo. Ach, verdammt. Ja, und sonst Fussel? Ja, ich grab mich hier hochmotiviert durch, in der Hoffnung, ich komme irgendwo raus. Finde ich super. Ja, da, also, ich komme auch irgendwo raus, aber das sieht nicht so aus, als wenn das gut ist. Kann nur gut sein. Wenn ich da jetzt weiterlaufe, mache ich den Gorilla, möchte ich sagen. Wenn du verstehst, was ich damit sagen möchte. Adonis oder was? Nee, eher den Tod. Fand die Reaktion jetzt von Rootcappy super. Unserem die eigenen vier Wände Profi. Ja, ich bin fleißig am Bau. Das ist ein guter Gang. Ich kümmere mich um uns. Unser Wohl. Wir schaffen das. Oh Gott. Yo, wir schaffen das! Ist das eigentlich noch modern? Nee, ne, das guckt man heute nicht mehr, ne? Ich denke so, ne? Jo, wir schaffen das. Ja. Ist noch so zeitgemäß. Hat er auch einen pädagogischen Auftrag. Wenn ich der Erde? Nee, weiß ich nicht. Wenn du mir einfällst, zeig es dir. Wie kann man denn da was rüberbauen? Ich will jetzt nicht. Weißt du, da habe ich ein bisschen Angst. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Holy fuck my life, Alter. Boah, ich wurde so weggebumst von so einem scheiß Gas, ey. Was ist das denn für eine Ausdrucksweise?
Boah, ich, nein, das ist, ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Boah, Junge. Man ist voll angespannt am Abbauen. Auf einmal kriegst du so voll die Bombe ab. Das hätte ich jetzt gerne auf Bild gehabt. Ja, müssen wir mal die Folge anschauen, Kevin. Boah, ich bin so weggezuckt. Wo ist der denn, der Gast? Wo hat der mich denn... Auf jeden Fall ist er garstig. Jules. Ich finde den gar nicht. 20 Minuten. Haben wir schon? Ja. Oha. Was macht man dagegen, Cappy? Du weißt es doch. Nächste Folge. absolut richtig, absolut. Also Leute, so wie die Andeutungen schon waren, beenden wir jetzt das Ganze. Hat wieder Spaß gemacht, euch drei. Danke dafür. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. So machen auch wir das. Danke dir, Jules. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.